Hallo Leute, und was geht hier für der Nick? Diesmal mit Staffel 2 von Minecraft. Mein Mikro hängt hier ein bisschen komisch rum, aber das ist egal. Ja, wie schon gesagt, wie die meisten das auch wollten, eine neue Map. Und damit ich euch auch nicht bestänkern kann oder sonst was, will ich jetzt auch hier euch zeigen, dass ich eine neue Welt erstelle. Die nenne ich dann einfach mal Hacke-Peter. Hacke-Peter auch groß geschrieben. So, Survival natürlich. Auch da klingelt das Telefon. Kleinen Moment. So, ja. Schöne Nachricht. Meine Mailbox ruft mich auch immer an. Das nervt. Kann man leider nicht ausstellen. Was soll man machen? So, Structures sollen natürlich an sein, Dungeons und bla bla bla. Will ich natürlich auch zocken. Und ich gebe mal keinen Seed ein oder sonst was. Also, diese Welt wird einmalig sein. Hoffentlich wird die auch gescheit aussehen. Einfach mal Create New World. So, und dann, ja, wird am Anfang ein bisschen laden, weil, ja. Wenn man gleichzeitig aufnimmt und eine Welt kreiert, dann dauert es ein bisschen langsam. Außerdem mit 1.8 dauert das sowieso ein bisschen langsam und da sind wir auch schon. Ja. Ich habe jetzt übrigens die Video-Settings hier auf Brightness Bright gestellt. Das wird aber, das habe ich gerade geguckt beim Rendern, da ich jetzt ein anderes Programm benutzen werde in Zukunft wahrscheinlich. Das macht das alles ein bisschen dunkler. Also ich sehe das jetzt zwar heller. Aber ihr seht das quasi, wie das auch normal sein sollte im Spiel. Vielleicht ein Ticken heller, aber das ist dann, ja, sag ich mal, ganz okay. Ja, was gibt Neues? Die ganzen Biome und sonst was. Ich habe mich auch riesig auf 1.8 gefreut. Mein Server ist schon auf 1.8. Also der läuft schon auf jeden Fall. Und ich habe mir auch überlegt, dass, ich wollte ja anfangs eigentlich. Boah, die Kühe gehen mir auf den Senkel. Ja, auf Easy wollten wir das stellen. Okay, mein Sound ist so laut, daran liegt's. Ich wollte eigentlich mit dem Server eigentlich eine neue Map erstellen, aber ich konnte die Sachen nicht alle rüber kopieren und alles da. Das hat den Server immer überlastet mit World Edit und so weiter. Konnte ich quasi nichts machen. So, also ich habe dann auch versucht, die Welt in vier oder fünf Teile zu schneiden oder sonst was. Ich konnte gerade mal die Stadt ein zum Teil ja, abspeichern, aber ich mir leg, hau ab, dass ich dann einfach eine neue mache. Also keine neue, meine ich. Boah, das sind hier aber viele Kühe. Die werde ich erstmal schön abschlachten hier. Weil ich brauche Fleisch. Ist ja jetzt alles ein bisschen anders mit den mit der Foodbar. Foodbar? Nicht immer einfach. Ja. Da machen wir erstmal ein Sch Was machen wir jetzt? Ein Schwert. Ich will die erstmal kloppen. Ach, verdammt. Ja, der nimmt das meistens nicht so, wie ich das haben will. So, erstmal ein Schwert. So, boah, leg das doch dahin. Du olle Dampfnudel, du. So. Erstmal ein paar Schweinis kloppen. Und zwar habe ich dann auch entdeckt, jetzt gerade noch kurz bevor ich angefangen habe, wie das mit der Foodbar aufgebaut ist, wie viel das, was alles quasi Hunger verbraucht oder mehr Hunger. Oder wovon man Hunger bekommt oder sowas. Wenn man zum Beispiel schlägt oder so, bekommt man auch mehr Hunger und sowas. Und wenn man sprintet natürlich, aber auch wenn man springt, das wusste ich auch nicht. Ich bin immer so doof rumgesprungen wie so ein Hanswurst, ey. Ja, und habe mich dann immer gewundert, dass meine Futter so schnell leer war. Ja, ich glaube, das dürfte erstmal genügen. So. Ja, wir sind hier auf irgendeiner Insel scheinbar oder einer größeren Insel. Und jetzt. Die Schläge kann man ja auch so kritische Treffer landen. Da hinten ist auch viel Platz zum Bauen. Und ich habe gerade Schluckauf.
Ja, ich weiß, Dreck mit der Spitzhacke abbauen ist nicht optimal, aber es geht, glaube ich, schneller als mit der Hand. Das ist mir gerade egal und da habe ich gerade irgendwas entdeckt. Das ist aber ganz schön hell hier. Ja, geht. Ja, vielleicht werde ich das dann im Laufe der nächsten paar Folgen dann noch ein bisschen rumschrauben mit der Helligkeit oder sonst was. Vielleicht wird das dann ein bisschen anders laufen oder so. Ist auf jeden Fall eine neue Welt jetzt hier alles. Ich glaube, ich sollte erstmal die erste Nacht unter Tage verbringen. Mit Wolle wäre am besten. Aber also Wolle für Bett, weil ich, ne? Zum Bescheid, das ist ein Huhn. Brauchen wir jetzt nicht wirklich. Und wenn man auch ein rohes Hühnchen frisst, dann kann man auch krank werden. Ach, ich bringe wieder von hier nach Hot. Naja, egal. Wenn man ein Hühnchen roh frisst, kann man krank werden. Und dann, also wie vom. Komm her, Schwein. Quasi wie von. Als ob man hier das Fleisch von den Zombies gegessen hätte. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. So. Jetzt bräuchten wir noch ein. Ah, da ist noch ein Schäfchen. Das ist schon mal gut. Hoffentlich bekommen wir jetzt noch ein Volle von ihm. Ah, es leckt gerade ein bisschen, aber egal. Stopp. Jawohl, so muss das sein. Jetzt brauchen wir nur noch Kohle. Oder wir machen uns selber was. So, Schwert ist gleich kaputt. Kann ich jetzt auch ganz kaputt machen. Samen können wir auch mal gebrauchen. Und wovor ich auch Angst habe, ich will so Melon Seeds bekommen. Weil ich will irgendwas mal mit denen machen. Im Multiplayer wollte ich die noch nicht cheaten, weil ich will die auch einmal gefunden haben, zumindest bevor ich die benutze. Weil sonst finde ich das ein bisschen blöd. Ja. Die wachsen auf jeden Fall langsamer, das weiß ich. Hoffentlich habe ich jetzt mein Mikro nicht ausgemacht, das wäre ein bisschen blöd. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Genau, Melon Seeds, bla 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 bla, ist ja auch egal. So, die nehmen wir mal mit. Kohle. Kohle, wo bist du? Ah, sonst nehmen wir noch ein Bäumchen hier mit. Das Buche. Wie mir auch in der ersten Staffel natürlich nicht eingefallen ist, wie das scheiß Ding nochmal heißt. Scheiß Buchen. Und wie geht es euch sonst so? Alles fit? Hoffe ich doch mal. Das reicht jetzt hoffentlich. So. Das hier ist schön nicht so klein. Reicht aber hoffentlich fürs Erste. Knallen wir mal die Workbench dahin. Machen erstmal was Kohle. Dürfte zwar was dauern, aber das ist ja egal. Das ist ja eher. So. Packen wir da rein und da. Nummer 3 rein. Ich habe keine Ahnung, wie schnell das Holz verbrennt. Deshalb muss ich jetzt gucken. Ach nein, ich stelle mal in der Zeit eine Spitzhacke. Aber dafür brauche ich die Teile da. So, die Sticks. So. Die Holzdinger kann ich eigentlich wegwerfen. So. Komm, da packe ich noch ein paar rein. Das ist ja egal. Was soll denn der Geiz? Huch. 12 Stück, das ist meine Zahl. Wenigstens etwas. So. In der nächsten Nacht können wir dann draußen irgendwo was bauen. Wir haben zwar schon ein Bett, aber ist quasi hier gerade ziemlich optimal. So, gucken wir mal. Ja, es wird, glaube ich, Nacht. Nein, das Ding ist nur ausgegangen. Gut. Ja.
Sandwiches noch. Genau, wir müssten eigentlich irgendwann mal was für braten, aber haben eigentlich noch genug davon. So, wo steht die Sonne? Da hinten. Können wir noch ein bisschen Holz hacken gehen? So. Ey. Ah, das finde ich irgendwie ist ein bisschen komisch. Der, also bei 1.8 jetzt, der klickt nicht immer, wenn ich klicken will. Oder der, nee, der klickt nicht, wenn ich klicken will. Also so im Inventory. Das ist irgendwie noch ein bisschen komisch. Und mein Reißverschluss ratscht hier irgendwie ein bisschen rum. Von meinem Pulli. Weg. So. Kabel ist versteckt. Ja. Ich weiß nicht, ob ich sagen soll. Ich habe ein bisschen was zum Spoilern. Aber ich möchte noch nicht zu viel verraten. Würde ich gerne erst, wenn es alles geregelt ist, dann kriegen wir nämlich frohe Nachrichten. Und da bin ich echt auch auf euch angewiesen, ob ihr da mitmachen würdet. Ich denke schon, auf jeden Fall. Weil, warum auch nicht? Ach ja, und weiß nicht, letzte Woche oder vorletzte Woche war das. Nee, ist doch noch gar nicht so lange her. Letzte Woche irgendwann muss das gewesen sein. War ich über 60.000 Videoaufrufe hatte ich. Das ist mal eine echt eine krasse Zahl. Also für die Sachen, was ich hier mache, so Spirenzchen, paar Videos. Okay, paar Videos sind eigentlich, habe ich mir mal überlegt, das sind schon über 150 Videos, ey. Über 150 Videos. Aber wenn ich mir auch so vorstelle, so viele Abonnenten, also schon über 400, 421 müssen das jetzt sein. Also ich habe noch mal heute Morgen geguckt. Also es ist eine echt krasse Zahl, wenn ich mir das mal so vorstelle. Das ist fast so groß wie eine Schule. Also so eine komplette Schule. Ja, okay, eine komplette kleine Schule, sage ich mal so. Also ist echt eine krasse Zahl, wie ich finde. Ich hätte auch niemals gedacht, dass das so viele auf einmal werden. Ich hatte gedacht, ja, wenn du das dann mehrere Monate durchziehst oder so, dann werden dir schon so vielleicht 10 Leute folgen oder so. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass Facebook jetzt so krass eingeschlagen würde. Ich poste zwar immer dann auch noch den Link dazu in der Videobeschreibung, dass die Leute da auch vielleicht mal draufklicken würden. Manche machen das dann auch von meinen Abonnenten, die sind so toll und folgen mir auch. Ja, ist aber auch klar, weil die meisten das halt nicht so in privaten Facebook-Account haben wollen oder sonst was. Oder keinen Gespamme haben wollen oder einfach kein Facebook-Profil haben, weil die es blöd finden, warum auch immer. Weil es scheiße ist, vielleicht deshalb, weil da zu viel Werbung ist. Ja, finde ich auch. Es ist oft zu viel Werbung. Deshalb würde ich auch lieber nach Google Plus gehen, aber da ist leider keiner. Da ist wirklich keiner. Aber das geht mir auch öfters auf den Senkel, wenn ich dann mal einen Tag oder so im Facebook nicht drin war oder so. Also mit meinem privaten Account jetzt. Siehst du noch nicht mal die Nachrichten vom Vortag oder so, was die Leute da geschrieben haben, weil die einfach so viel spammen, dass das nicht mehr angezeigt werden kann. Also es ist echt unmöglich, ist das. So, ich mache mir jetzt ein Bettchen. Dann ab in die Koje. So, Bettchen. Guck mal da. Ich hoffe, das ist hier hell genug, weil ich gerade in einer anderen Einstellung spiele und dann ist er ein bisschen heller. Deshalb habe ich Angst, dass dann irgendwo Monster kommen und mich töten werden. Naja, egal, werden wir dann sehen. So, gut, wir brauchen jetzt wieder eine Spitzhacke. Ach komm, machen wir direkt drei.
Die Holzspitzhacke will ich eigentlich nicht mehr benutzen, weil die mir viel zu langsam ist. So. Ach ja. Und mich fragen auch die letzte Zeit wieder häufige Leute, wie komme ich auf deinen Minecraft-Server? Ja, könnt ihr nicht lesen? Das steht im Kanal drin. Also da gibt es so eine Kanalseite, die ich habe. Auf YouTube sogar. Und da müsst ihr einfach nur auf meinen Namen klicken. So einfach ist das schon. Und dann steht da alles links. Und falls ihr es nicht findet, liest doch ein bisschen. Es hat doch eigentlich noch keinem geschadet, oder irre ich mich da? Außer wenn man irgendwelche blöden Sachen liest. Also das, davon will ich jetzt mal nichts erzählen. So, hoffentlich sind jetzt hier keine Monster. Ja, Kung Fu, Hustle. Pff, nö, keine Ahnung. So, da hinten, da sieht er ziemlich eben aus. Da würde ich dann auch bauen. Also ich gucke mich jetzt mal hier nicht so um, weil ich finde die Landschaften eigentlich ziemlich geil von 1.8 jetzt. Besonders die Sumpfgebiete, da bin ich, die finde ich total geil. Ich weiß nicht warum. Da sind Bäume, nicht zu viele Bäume, nicht zu wenige. Das ist flach und ja, ich finde das mit den Vines, das sieht einfach so geil aus. Und da würde ich ja auch hier so ein Sumpfhaus bauen oder sowas. Also können wir ja später mal schauen, wenn wir eins dann finden, so ein Sumpfgebiet. Wäre schon ziemlich geil, ne? Ja, sag ich doch. Ja. Wie viel Holz haben wir? Jede Menge, aber ich will noch mehr. So, komm, nehmen wir alles mit. Tünchen, was da steht, nehmen wir auch mit. Ja, wie ihr vielleicht gesehen habt, oder die meisten auch nicht, kam nichts mehr von Half-Life, Prey oder sonst was, oder von Amnesia, weil ich die letzte Zeit einfach viel zu tun hatte und eigentlich da auch böse Musik nicht so viel Lust drauf hatte. Wird dann kommen, wenn es kommt und wenn ich wieder Lust drauf habe. Ich denke mal, die nächsten ein, zwei Wochen auf jeden Fall werde ich damit wieder anfangen. Liegt einfach nur daran, weil ich dann so viel mit Minecraft passiert ist und ich da auch echt hinterher war, wie so ein richtiger Dackel, ey. Und es einfach sehen wollte und was passiert. Oh, News. Wenn man dann auch den Jeb oder Notch auf Twitter folgt, ja gut, Notch schreibt eigentlich die letzte Zeit nicht mehr so viel über Minecraft. Notch, also Jeb, den ich weiß nicht, ob ihr den kennt, also der hat auch ein Twitter-Profil und so arbeitet er auch bei Mojang und der macht die ganzen Java-Sachen so von, und mein ich zumindest, also ihr könnt mir ruhig schreiben, wenn ich mich da irre. Und der hat dann auch, postet dann auch immer, wo der gerade dran sitzt und was der verändern will. Spoilert auch schon mal gerne was und das ist halt so die tollen Sachen, so die man dann auch weitererzählen kann und sowas. Zum Beispiel hat er gerade vor einer halben Stunde oder sowas gepostet, so ein Bild, wie der Nether zum Beispiel in der Zukunft aussehen würde. Da sieht man jetzt nicht wirklich was drauf auf dem Bild, weil es einfach so dunkel ist und man sieht allerdings, dass da ein paar Blöcke irgendwie anders aussehen. Die haben da so einen kleinen Riss oder so zwei kleine Risse quasi drin, sage ich mal. Ja, bin ich auch echt gespannt, wie das dann oder was das dann sein soll. Ich da auch keine Ahnung habe, was das dann sein soll. So, ich weiß jetzt nicht mal mehr, wo unser Haus ist. Sollten wir vielleicht noch ausleuchten. Wäre, glaube ich, gar keine so schlechte Idee. Das ist... So. Machen wir den Eingang mal ein bisschen größer oder so. Eine Holztür brauchen wir jetzt nicht unbedingt. So. Dreck haben wir jetzt nicht mehr. Hol ich mir mal ein bisschen. Könnte ich auch mit Holz machen, das mache ich einfach mal.
keinen Bock auf Dirt habe. Ja, machen wir das mal so. Ah, das wird jetzt auch wieder geändert, dass man mit, wenn man Rechtsklick gedrückt hält, dass man dann auch weiterbauen kann und nicht, dass man dann quasi direkt aufhört. Finde ich gut. So, verbraten wir das Holz erstmal. Haben eigentlich jede Menge Holzvorräte. So, Eingang ein bisschen schicker gemacht. Zwei Fackelchen dran. Kohle haben wir auch noch. Vielleicht noch eine Fackel oben drauf, dass wir das auch noch von draußen sehen. Ach, keine Ahnung. So. Ich mache mir noch eine Axt vor auf den Weg. Die ich dann noch brauchen könnte. Mein Bettchen nehme ich dann mal mit. Ja, komm, nehme ich mit. Was soll das? Da ist nichts mehr drin. Ein Bäumchen können wir noch mitnehmen. Und mein Fuß ist eingeschlafen. Aua, aua, aua. Ach ja. Das ist die Staffel 2, ne? Also ich nehme jetzt, denke ich mal, auch wieder ein paar Folgen so auf Vorrat auf. Ich weiß noch nicht, wie ich dann Zeit habe oder so. Dann baue ich einfach mal ein bisschen. Kommt natürlich auch immer drauf an, wie viel ich auf dem Server dann machen muss. Aber ich denke, dass ich das dann einfach so lassen werde. Und ich habe einen neuen Warp schon gesetzt für 1.8, wo dann die Welt regeneriert ist. Da ist auch so eine Grasfläche. Da habe ich mir gedacht, dass man da dann auch noch neu anfangen kann zu bauen. Ist ja jetzt keine große Änderung oder sowas. Die alten Sachen bleiben natürlich. Das sieht hier ziemlich flach aus. So, die Axt will ich noch kaputt haben. Geht aber nicht kaputt. Okay. Was ich dann zum Beispiel im Creative-Modus ein bisschen blöd finde, wenn man so eine gerade Fläche hat, schon wie hier, und dann hier so viel Gras ist und so Gedöns, und man das abhauen will, da schlag ich immer daneben. Da muss man immer so lange zielen, und bis man die dann trifft, und dann schlägt man irgendeinen Block daneben kaputt. Keine Ahnung, da könnte man irgendwie noch was dran tun oder so. Wenn ihr das auch so findet, schreibt mir das, wenn ihr das Problem auch habt. So. Sonne, geht die auf, geht die unter? Oh, scheiße, die geht schon unter. Verdammte Hacke. Bin wieder so viel mit irgendeinem anderen Kram beschäftigt. Ja, 3 hoch sollte es mindestens sein. Ich mach's erstmal kleiner. Wir können ja immer noch ein Ding dran bauen. Ja, das sieht jetzt nicht so schnieke aus. Soll natürlich auch erstmal das Nötigste sein. Ach, Fleisch müssen wir auch noch kochen. So, machen wir erstmal hier zu. Da kommt eine Tür dran. So, aber auch kein. Ach man. Ja, das finde ich jetzt alles ein bisschen hektischer in 1.8. Man muss auf die Futteranzeige achten, nenne ich die einfach mal. Ach, komm, Lecco Mio. Lecco Mio, du. So. Machen wir schön alles zu, dass da keine Spinnen reinkommen. Oder andere Ungeziefer. Ja, spring runter und stirb. So. Den Block können wir noch ändern. Fackelchen dran. Hier drin noch Fackelchen. Workbench, wo bist du? Natürlich haben wir keine mitgenommen. Super gemacht, Rolf. Super.
So, knallen wir eine Ecke. Schnell Tür schimmen. So, und da ist es schon fertig. Können allerdings auch rausgehen, aber ich müsste erstmal ein bisschen Futter.